Aus welchem Grund genau spielen wir das Spiel jetzt eigentlich nochmal? Wegen dem Update. Ja, weil was macht das Update? Alter, ich hau dich gleich! Schau einfach noch die alten Videos. Das gesamte Kampfsystem halt wurde überholt. Sieht gleich aus. Ja, das ganze es sieht Kampfsystem auch gleich aus, ist aber anderes. Genau, anderes Kampfsystem. Ah. Ich drück halt immer noch Knöpfchen. Was ist denn so anders jetzt? Das ist die beste Aussage von allen. Ich dachte, du machst das mit Virtual Reality. Ich dachte, du machst die Bewegung gerade. Mit deinem sicken VR-Headset. Oh Gott. Ah, mach den kaputt. Fick den Ursa. Oh Gott, da ist noch einer aus dem rausgekommen. Da kam ein Ursa aus dem Ursa. Ja, yes, Piccolo. Yeah, we heard you liked Ursa, so we put Ursa in your Ursa, so you can Ursa like your Ursa. Dank Meme, Bro. Du hast dich gerade verlaufen? Vielleicht. Okay, Scarlet steht einfach mal vielleicht rum. Vielleicht bin ich gerade zurückgelaufen oder so. Ich glaube, Scarlet ist die Seed. He died it. Zumindest ist er still, ja. Scarlet, are you okay? Do you require medical attention? Sprich mit mir! Skillet Blake, die redet doch nie mit jemandem. Frisst doch alles nur in sich rein. Bis sie wieder wegrennt. Deswegen ist Scarlet da so weg. Ah, ich verstehe! Er roleplayed! Also ich verstehe die Faszination mit Yuri Kissing, aber ich verstehe nicht die Obsession mit einem spezifischen GIF. Es ist einfach nur scheiße niedlich. Ja, es ist ganz okay gewesen. Ich habe gerade bessere. Gerade du dich könntest ja auf der Gamescom nachspielen. Oh mein Gott, Bilder in meinem Kopf! Ah! Das Ganze aber im Kuri, das Ganze im Maid-Kostüm. Ich hab auch schon andere und ich bin gestorben. XP! 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 Ups. Da lüstelt er nach XP. Mein XP! Ich hab das schnellere Reviving geskillt. Ja, er gammelt da hinten wieder rum. Ach, zwei gammeln da hinten wieder rum. Hallo. Keiner gesehen! Das hat niemand gesehen. Nein, du hast das auch nicht aufgenommen. Psst. Schneidet er weg. Schneid ich raus. Weshalb ich zu Livestreams leider keine Highlights mehr schneide. Weil meine Livestreams früher waren 2 Stunden. Konnte man ganz gut schneiden. Jetzt spiele ich 7 Stunden am Stück. Ist ein bisschen härter. Wir machen das doch alle freiwillig. Das ist gar kein. Man kriegt keinen Damage mehr, wenn man die Teile selber kaputt macht? Ich habe ja nichts dagegen. Ich meine gerade die grünen Monster. Ich bezweifle, dass er darauf eingegangen ist. Ich glaube nicht, dass er gedacht hat, er nimmt Schaden, wenn er selber seine Let's Plays kaputt macht. Das scheint mir eine sehr sinnlose Aussage. Ich habe mich aber gerade auf die grünen Teile bezogen. Das nimmt mir Schaden in meinem Herzen. Das macht mich innerlich kaputt, wenn ich meine Let's Plays zerstöre. Herr Doktor, was kann ich denn noch tun? Also erstmal würde ich Ihnen davon abraten, Ihre Let's Plays zu schneiden. Hier sind wenig Gegner gerade. Ganz wenig. Ah. Das ist eine Lüge. Es sind viele Gegner. Echt jetzt? Ja. Wäre ich nicht drauf gekommen. Danke für die Aussage. War sehr hilfreich. Ich weiß auch nicht, wie du darauf gekommen bist, dass es nicht viele Gegner sind. Ich hab's geschafft, sie zu crescendoen. Und ich bin gleich Level 10, dann habe ich meine Dinge freigeschaltet, meine eine Fähigkeit. War Crescendo nicht aus Harry Potter? Oh Gott! Nee. Männliche Geräusche! Nee. Die Männlichkeit pur! Nee. Hat man sterben. Kuri ist unterhalten. Ich brauche nur noch 120 XP, da hinten liegen noch 25 rum. Fuck you! Fuck you! Easy last hit! Yes, ich bin Level 10. Was bringt mir das? Absolut rein gar nichts. Doch, ich kann jetzt meine Ultra schnell aufladen. Ah! Fuck you! Ja, kann mir einer wiederbeleben, ich brauche die XP nicht mehr. Trauer. 7 Tode, ey. Ja, und? Trotzdem Meckel dazu.
Und am Anfang hatte drei. Er gar keine Tode. Du hattest drei mehr. Wieso waren wir gerade alle C. Donnellan? Egal. Da waren gerade vier Rubies und da stand bei jedem daneben C. Donnellan. Ist das so? Bin ich jetzt C. Donovan? Nein, ich bin C. Donovan. Ich bin ja, Thaddeus. Thaddeus. Ich wollte schon immer C. Donovan sein. Schon seitdem ich klein war, war das mein Traum, C. Donovan zu sein. Jetzt machst du es gerade für drei Sekunden. Endlich. Ja, meinetwegen. Will noch jemand was sagen, bevor ich die Aufnahme beende? Rotkohl. Citrus Maxima. Das ist eine Pampelmuse. Das, weißt du sowas? Das hat mir Särgen beigebracht. Das erklärt alles. Oh Gott, ihr seid doch alle behindert. Bestimmt nicht. Finde ich aber nicht sehr nett jetzt. Ich höre einfach auf aufzunehmen. Ja, das ist okay.